Weißt du, jemand muss in die Richtung stehen und jemand in die Richtung vom Mikro schauen. Wir haben ja einerseits 6 Lehrabgänger und dann haben wir auch noch 2 Praktikumsplätze jedes Jahr in der Gruppe. Im Idealfall schauen wir schon, dass wir eine möglichst ausgeglichene Gruppe haben. Moi, j'ai étudié sciences de l'environnement et puis je trouvais qu'il y avait un peu trop de bureaux, j'étais pas assez à l'extérieur. Et du coup, ces 3 mois, c'était parfait pour moi d'être dehors et puis pouvoir toucher un peu à la revitalisation, renaturation du paysage suisse. Ich habe die Ausbildung im Forst gemacht und ich habe dort eigentlich schon immer Naturschutz. Wir sind eigentlich die ganze Zeit zusammen, aber bei uns ist jetzt das noch cool, weil wir verstehen uns gut. Ich habe das Gefühl, sie haben uns gut aufeinander abgestimmt. Und jeder kann halt so etwas, was der andere nicht kann, und das ist noch cool. Ich komme in der Schweiz rum, lerne neue Leute und Orte kennen. Wie gesagt, schöne Natur. Oh ja. Neue Herausforderung. Jetzt sind wir gerade die Trockenweide hier von nationaler Bedeutung am Entbuschen. Also das heisst, die ist jetzt brach gelegen über die längere Zeit oder nicht so beweidet worden, wie sie jetzt sollen. Und jetzt sind wir hier am Entbuschen und so, dass der nächste Jahr hier wieder Geister können weiden und die wieder die Qualität eben überkommt, die sie ursprünglich mal hatte.